Ja, hallo, da sind wir wieder beim JFD Live Trading TV am heutigen Nachmittag, 12. Februar. Und wir wollen natürlich hier nach dem Beginn der US-Märkte vor gut 1,5 Stunden eben einen Blick auf diese werfen. Und wir hatten ja in den letzten Tagen sowohl den Dow Jones und auch den S&P 500 im Auge. Den werden wir, oder die werden wir uns auch gleich nochmals ansehen. Aber hier jetzt in erster Linie wollen wir doch mal den Nasdaq 100 Composite Index, Composite ist er nicht, der Nasdaq 100, der Nasdaq 100 Index als solcher mit den 100 Top-Technologie-Werten. Der Nasdaq Composite hier die Nummer größer mit einem wesentlich breiteren oder breiteren Aufstellung in Sachen beinhalteter Titel. Der Nasdaq 100 ist aber der Index, den man eben auch wie bei CFDs oder ETFs nachhandeln kann, beziehungsweise von dem es auch eben hier die meisten Produkte gibt. Schauen wir hier kurz auf den Tagesschart zum Nasdaq 100. Wir sehen hier sehr schön herleitend bereits hier aus den Sommermonaten, aus den Sommerhochs einen ganz, ganz klaren Supportbereich. Der ist hier wirklich sehr, sehr sauber abgearbeitet bzw. herausgearbeitet worden. Hier dieser Crash vom Oktober, wie bei allen Indizes, wurde relativ schnell in einem V-Reversal wirklich nach V-Manier. Das ist charttechnisch immer sehr, sehr schwierig einzufangen, aber hier tatsächlich eben hier in der Art eines Vs nach oben hin aufgelöst wurden. Gab dann, wie gesagt, hier den Höchststand im November und seitdem oszilliert der Markt mehr oder weniger seitwärts oberhalb dieser wichtigen Unterstützung von 4.100 Punkten rund, die hier natürlich temporär immer mal wieder gebreakt wurde nach unten. Aber wenn man sieht, nach starken Verkaufstagen, wie hier am 16.12., wie hier am 6.1. oder eben auch hier zuletzt am 15.1., folgten immer wieder direkte Reversals mit Gewinntagen, die dann auch direkt am zweiten Tag, beziehungsweise hier gut am 19.1. wiederholt sich die Geschichte nicht, aber zumindest dann direkt darauf, unabhängig vom zweiten, dritten Tag danach, hier für ansteigende Impulse sorgten. Jetzt eben zuletzt auch wieder nicht der direkte Touch. Wir hatten hier ein relativ höheres Tief als zuletzt gesehen. Schon mal leicht positiv. Auch hier natürlich Anlass genug, mal eine Trendlinie zu ziehen. Entweder hier an die Candlestick-Schatten der unteren Seite oder hier, ich mache es dann gerne hier an der zweiten Kerze, um hier dann praktisch auch die dritte sozusagen mit einzufangen. Dient nur der groben Trendrichtung, um Gottes Willen, der Preis muss hier und kann hier auch nie exakt an dieser Linie drehen, aber der Weg deutet schon mal nach oben und hier im Tagesschartintervall sehen wir auch jetzt zuletzt, wenn wir auch möglichst viele Anhaltspunkte mitnehmen wollen, in dieser 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers, sehen wir jetzt hier natürlich dann den Ausbruch, der ja vorgestern schon erfolgte, gestern eine Bestätigung fand und heute hier direkt weiter nach oben geführt wird. Wir haben jetzt hier das letzte Verlaufshoch im Bereich 4.346 Punkten, da muss der Index rüber und wenn er das macht, dann sieht es ganz gut aus. Dann kann man hier grundsätzlich rein projektionstechnisch vom Hoch bis zum Supportbereich dieser Bewegungszone, dieses Seitwärtslaufs während der letzten Wochen, Schrägstrich Monate, dann hier an das Ausbruchslevel anknüpfen und sagen, okay, das, was sich hier seit Anfang Dezember seitwärts etabliert hat in Sache einer Range, mit diesem Ausbruch jetzt nach oben abgetragen, verspricht hier tatsächlich Niveaus im Bereich 4.540 Punkten. Das ist ein sehr komfortables Ergebnis. Das Ganze können wir jetzt hier nochmal versuchen, nach Fibonacci-Aspekten einzufangen. Da gehen wir mal hierher, versuchen mal auszuloten, von dem gleichen Bewegungsimpuls zu schauen, wo hier das 138er Level ist oder eben das 161er. Und das passt punktgenau hier zusammen, hier dieser Bewegungsimpuls, dieser Seitwärtsrange nach oben abgetragen, hier dieses Level im Sinne des goldenen Schnitts, im Sinne der harmonischen Verhältnisse sozusagen, exakt dieses Niveau, ganz, ganz vortrefflich. Wenn das jetzt hier passt, dann dürfte der Index tatsächlich in den nächsten Tagen, Schrägstrich vielleicht noch Wochen bis in den März hinein, hier nach oben ansteigen. Das könnte natürlich alles viel, viel schneller passieren. Aber nächstes Zielniveau hier ganz klar 4.540 Punkten, wenn wir hier diesen Ausbruch beibehalten, insbesondere auch dann hier unter über 4.346 Punkten hinausschießen, ist die Lage hier höchst, höchst bullisch. Ein Umdenken wäre im Sinne dieses aktuellen Ausbruchs natürlich dann der Fall, wenn wir hier diese Kerze vom 10. Februar unterschreiten. Ja, also hier dieses Momentum-Movement, wo es hier schon um den Ausbruch ging. Wenn wir diese Kerze relativieren, dann sind sicherlich viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Dann dürfte hier diese Trendlinie auch eher marginaler Unterstützungsnatur sein. Dann sollte man davon ausgehen, dass der Index doch nochmal hier die Marke von 4.100 testen wird. Da sieht es aber aktuell eben nicht danach aus. Insofern bleibt es eben relativ spannend, wie der Nasdaq als solcher hier diese
Show noch beenden wird des heutigen Tages. Sieht aber, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Sollte man also auf jeden Fall im Auge behalten. Gut, ganz kurz mal noch zum S&P 500. Da haben wir auch hier, gehe ich mal kurz auch auf den Tageschart ein, die Situation gehabt, dass wir uns hier knapp vor diesem Widerstandslevel uneins waren, 2065 Punkte rund. Hier das präferierte Szenario für den Fall, dass wir Rücksetzer sehen. Das sahen wir eben hier mit der Kerze vom 10.2. nicht. Das ging vielmehr eben gestern und vorgestern schon starke Kerze. Gestern hier die Ausbruchskerze über dieses Niveau. Und jetzt sind wir hier in dieser gestrichelten Sphäre. Soll heißen, auch hier haben wir jetzt technisch ein Kaufsignal, was eigentlich auch weitere Zugewinne zulässt. Ähnliches Prinzip hier, ohne jetzt Fibonacci anzuwenden. Aber wir nehmen grob die Range, fassen die sozusagen hier als Zone zusammen, legen das nach oben drauf und haben hier ein erstes mögliches Zielniveau im Nirvana der Kurse. Da wir ja bisher lange noch nie solche Höchststände hatten, wenn der Index hier tatsächlich neue Hochs oberhalb von 2091 Punkten macht, dann haben wir hier durchaus auch die Perspektive in Richtung 2150, 2160 Punkte anzusteigen. Unglaublich, aber es scheint sich hier tatsächlich positiv aufzulösen, das Ganze. Und wenn die Indizes jetzt hier diese Ausbrüche nicht umkehren, dann sieht das sehr, sehr gut aus in Sachen weiterer Zugewinne. Also hier auch beim S&P 500 2065 Punkte sollten wir jetzt nicht mehr von unten sehen. Sehen wir natürlich hier eine schwarze Kerze, die hier tief eintaucht. Dann hat sich das bullische Setup sicherlich kurzfristig erledigt. Aber aktuell sehr, sehr bullische Situation. In dem Zusammenhang will ich es auch schon dabei belassen. Wir haben die Indizes technologischer Seite und hier den breiten S&P 500 beleuchtet. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, morgen geht es weiter, natürlich mit zwei Sendungen mindestens für hier das JFD Live Trading TV. Und ich sage danke, wünsche Ihnen einen angenehmen Feierabend und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.